Es wurde ja schon heute angesprochen, ein sehr konfliktäres Beispiel, A100. Natürlich, Tobias Trummer hat es angesprochen, im Rahmen der Förmlingverfahren kann man Bürgerbeteiligung vergessen. Da sitzen sich Verwaltung und Bürger gegenüber und Verwaltung hat einen Auftrag, dieses Projekt mehr oder weniger planfeststellungsreif oder baureif zu machen. Wir hatten aber auf der anderen Seite, es kam auch zum Ausdruck, natürlich seit 20 Jahren eine breite Diskussion über das Thema. Kernproblem hier in der Bürgerbeteiligung, dass wir es permanent mit dem TINA-Prinzip zu tun haben, also dem There's No Alternative. Das heißt, dass hier sozusagen wir nicht über ein Verkehrskonzept insgesamt diskutieren, sondern über eine Autobahnplanung, die der Bund finanziert, der 420 Millionen dafür bereit ist zu geben. Und dass wir dann nämlich eine Diskussion letztendlich darüber haben, wie es Klaus Wowereit beim SPD-Parteitag auch nochmal deutlich gemacht hatte, wollen wir auf dieses Geld verzichten oder wollen wir eben diese Autobahn bauen. Die überlagert letztendlich teilweise die Sachdiskussion, wo wir dann nämlich auch die Feststellung haben, wenn Berlin selber entscheiden könnte, was wir wollen, wären die Prioritäten nochmal klar anders gesetzt. Das heißt, hier dann wirklich für viele andere Projekte, in denen man was realisieren, also sagen wir mal, zum Beispiel für Straßenbahnausbau oder für Sanierung des Straßennetzes und. Und genau das gleiche Problem, um jetzt hier Stuttgart 21 war auf der Einladung. Auch hier haben wir nicht das Problem, dass irgendwo gegen den Tiefbahnhof oder gegen eine sinnvolle Investition gekämpft wird, sondern hier geht es schlicht und einfach darum, dass seit jetzt auch fast 20 Jahren wird das Projekt diskutiert, die Bürger haben permanent eine Alternative vorgeschlagen, nämlich den Kopfbahnhof, den modernisierten, haben für 100.000 von Euro auf eigene Kosten Gutachten erstellen lassen, haben sich massiv eingebracht. In den kompletten Planungs- und Diskussionsverfahren wurden diese niemals ernsthaft und gleichberechtigt geprüft. Und dann wundert man sich natürlich dann, dass am Ende so ein riesen massiver Widerstand gegen dieses Projekt kommt. Kein Wunder, wenn man eigentlich die Bürger immer nur, wie soll ich sagen, abwehrt im Rahmen von solchen Großprojekten. Und sagen wir mal, so Fälle haben wir viele, die positiven Beispiele, wo es auch mal anders läuft, zeige ich dann nachher in der Runde. Deshalb nur noch mal kurz zusammenfassend, das, was sich da eigentlich ändern muss, jetzt vor allem bei Großprojekten, das heißt vor allem eine frühzeitige Einbindung, das heißt bevor Vorfestlegungen getroffen werden, also bevor zum Beispiel auch Investoren schon bestimmte Flächen haben, die dann den weiteren Gang der Dinge bestimmen, dann vor allem offen für Alternativen, das heißt es müssen ergebnisoffene Verfahren sein und eben nicht nur. Und das ist natürlich jetzt die Logik bei der A100, da diskutiere ich darüber, wie baue ich die A100 am besten in den Straßenraum. Und ich diskutiere eben im Rahmen dieses Verfahrens, und dafür ist auch nicht vorgesehen, darüber, macht die Sinn oder macht die keinen Sinn oder macht ein anderes Verkehrskonzept Sinn. Aber genau diese Diskussion muss ich irgendwo führen können, weil dann zurzeit den Konflikt in diesem förmlichen Planverstehungsverfahren. Dann haben wir auch eine aktive Einbindung, das heißt vor allem, dass auch bei der Definition, was wird untersucht und wer untersucht, müssen die Bürger auch mit eingebunden werden, weil wir schlicht und einfach bei vielen Planungsverfahren damit zu tun haben, dass natürlich klar ist, der Staat vergibt die Aufträge und ich habe bestimmte Forschungsnehmer, die dann zum Teil auch sehr gewünschte Ergebnisse liefern, während wir dann auf eigene Kosten das Gegenteil beweisen müssen. Auch hier braucht man etwas mehr Chancen für die Bürger, ihre eigenen Argumente etwas besser fundieren zu können und einbringen zu können. Und vor allem brauche ich Transparenz in dem Gesamtverfahren. Was ich dann vor allem brauche, sind Bürger, die sich engagieren. Und zwar auch dann früh, also vor allem frühzeitig in den Verfahren. Und nicht immer erst dann, das ist auch ein echtes Problem in die Bagger. Genau, ich hatte mich vorhin schon mal kurz vorgestellt. Mein Name ist Tobias Trommer von der Bürgerinitiative Stadt im Süd oder auch Stockings 100. Bürgerbeteiligung bei Großprojekten. Mit einer langen Vorlaufsfrist der Planung. Ich möchte es an der 100 mal erläutern. Die Ideen zum Innenstadtring gibt es seit den 50er Jahren. Sie wurden in den 90er Jahren wieder aufgegriffen nach dem Mauerfall. 1992 wurde der jetzige Bauabschnitt, der gebaut werden soll, von Treptow, von Neukölln nach Treptow, in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Es gab dann weitere Planungsschritte und erst ungefähr 20 Jahre danach hatten die Bürger ganz kurz die Möglichkeit, für 4 Wochen Einwendungen zu schreiben, obwohl eben halt schon sehr viele Sachen passiert waren. Und dann hatten die Leute, die Einwendungen geschrieben haben, nochmal im November 2009 2 Wochen die Möglichkeit, bei der Erörterung teilzunehmen.
Da aber alles schon geplant war, alles schon festgezogen war, hatten die Bürger das Gefühl, das ist eigentlich nur ein notwendiges Übel. Sie werden nicht wirklich gehört und es äußerte sich eigentlich nur noch in Protesten, die zeitweise auch sehr massiv wurden und die immer noch andauern. Und die Parteien sind mittlerweile auch zerstritten. Es wird in die Abgeordnetenhauswahl reingetragen. Der Planfeststellungsbeschluss ist da ergangen, aber der Baubeginn, der für 2011 festgelegt werden sollte, steht in den Sternen. Das heißt, man hat ja unwahrscheinlich viel Zeit und Geld sozusagen sinnlos investiert und man müsste überlegen, wie kann man das in der Zukunft besser machen, wie kann man die Bürger frühzeitig interessieren und informieren, damit sie sich auch beteiligen wollen. Welche Formen gibt es eben halt, dass man eben halt schon mit einem Vorlauf von über 20 Jahren die Bürger rechtzeitig beteiligt, und ist bei der A100 jetzt noch was zu retten oder bleibt es halt ein Brandherd sozusagen so lange, wie das in der Schwebe ist oder wenn sie dann vielleicht mal gebaut wird oder wie wir natürlich hoffen, dass sie nicht gebaut wird? Also was Sie schildern, ist natürlich ein absolutes Nicht-Ernst-Nehmen der Bürgerbeteiligung. Deswegen meine Frage, Herr Tubsen, Sie wollen dazu was sagen, auch wie sehr solche Bürgerbeteiligungen tatsächlich von Politikern gewollt und akzeptiert und auch durchgeführt werden. Vielleicht gibt es dadurch da auch irgendwelche Umfragen, Herr Roth, aber zunächst Herr Tubsen. Nee, das soll Frau Junge-Reier bitte beantworten, das Letzte, was Sie gesagt haben. Ich wollte sagen, unterschätzen Sie nicht, was Sie bewirkt haben. Also Sie haben alle Parteien gezwungen, zu dem Thema A100 einen klaren Standpunkt zu beziehen und damit gehen jetzt ins Wahlprogramm und sind also auch an dem Punkt wählbar oder eben nicht wählbar. Insofern, das fließt schon noch ein in den politischen Prozess und da wir eine Abgeordnetenhauswahl in diesem Jahr haben, nehmen das alle sehr ernst und müssen auch sich positionieren. Das ist schon auch ein Erfolg. Also es gibt auch, glaube ich, den Effekt, dass durch auch vergebliche Versuche, einen Prozess umzukehren oder wieder ganz umzubiegen, doch ein Umdenken angestoßen wird. Und das ist zumindest so weit getragen, dass man sich jetzt ja klar entscheiden kann, wen möchte ich, wen nicht. Also da würde ich sozusagen das eigene Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ihr eigenes Licht. Ja, erstmal vielen Dank. So, wer möchte? Bitte. Das finde ich, hat Herr Thomsen doch sehr zutreffend beschrieben, welche 20-jährige Diskussion es gibt. Sie wissen ja, was vor 15 Jahren diskutiert worden ist. Sie wissen, wie die A100 vor 10 Jahren, vor 5 Jahren und kürzlich diskutiert worden ist. Eine außerordentlich kontroverse Auseinandersetzung, die öffentlich ist, öffentlich immer gewesen ist. Und deshalb glaube ich, dass es im Rahmen dieses großen Prozesses der Auseinandersetzung um den Weiterbau der A100 eine hervorragende Möglichkeit gegeben hat, die im Übrigen auch wahrgenommen worden ist, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Haltungen nicht nur auszudrücken, sondern sie auch zu transportieren. Irgendwann sind wir dann allerdings im Rahmen eines Entscheidungsprozesses auch gehalten, die förmlichen Verfahren durchzuführen. Und die förmlichen Verfahren beinhalten eben die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, inzwischen auch für Organisationen, ihre Vorstellungen einzubringen und in einem intensiven, übrigens öffentlichen Abwägungsprozess auch zur Diskussion zu stellen. Und in der Situation kann man von Behörden und kann man von Verwaltungen verlangen, dass sie rechtmäßig handeln. Und dieses rechtmäßige Handeln bedeutet, dass sie die im Rahmen der Prozesse dargestellten Einwände abwägen, dass sie dies schriftlich niederlegen und dass sie gegebenenfalls sich einer Prozesssituation ausgesetzt sehen. Das ist richtig. In einer Demokratie muss es möglich sein, gegen die Planfeststellung, insbesondere bei der Definition von Infrastruktur, alle rechtlichen Mittel irgendwann dann vor einer abschließenden Entscheidung durch Gerichte in die Hand zu nehmen. Deshalb bekenne ich mich zu diesen Instrumenten, die es gibt. Und deshalb sage ich in allem Respekt vor unseren demokratischen Organisationen, vor den Bestandteilen dieser Organisation, dass wir zu Recht trennen zwischen der Verwaltung, der Legislative und dann schließlich den Gerichten, die solche Entscheidungen abschließend bewerten. Das ist richtig und das ist gut so. Aber es sind sicherlich auch Instrumente, die noch ausbaufähig sind, oder Herr Roth? Also wenn ich sowas höre, 4 Wochen Zeit, 2 Wochen Zeit, um Stellung zu nehmen, Einwände niederzulegen, das ist ja nun wirklich nicht so wahnsinnig viel. Da braucht es ja wirklich Öffentlichkeitsarbeit, Aufmerksamkeit, die wieder durch Medien, durch Aktionen sozusagen erstmal sensibilisiert werden. Ja, ich wollte nur ergänzen, dass eben halt die bestehenden Mittel der formalen Bürgerbeteiligung eben halt noch nie dazu geführt haben,
dass eben halt ein Projekt irgendwie wirklich in Frage gestellt wird oder auch darüber entschieden wird, sondern eigentlich nur noch kosmetische Korrekturen daran vollzogen werden. Und das führt eben halt zu dieser Wut der Bürger, dass sie denken, sie können nicht mitbestimmen, und eben halt dieser Wutbürger macht sich da eben halt zum Ausdruck. Wir müssen also Möglichkeiten finden, eben halt um deutlich vorher auf anderen Wege, Sie hatten es ja angesprochen, das eben halt bei Großprojekten sozusagen verbindlich einzuführen. Sonst wird es eben halt bei jedem Großprojekt immer diese gleichen Sachen geben, und es wird auch sehr viel Geld verpulvert werden, weil die Projekte später kommen oder teurer werden oder vielleicht auch gar nicht kommen und weil viele Leute in Ungewissheit sind. Also am Anfangsstadium sozusagen die Bürger mit einzubeziehen, das unterstreichen Sie hiermit nochmal. Gut, danke Ihnen sehr. Selbstverpflichtungen möglicherweise neu eingegangen werden können. Ich kann nur berichten aus Potsdam, wo ich letzte Woche in einer Diskussion mit den dort verantwortlichen Politikern war. Die drei Bürgerbeteiligungsstrukturen oder drei Bürgerbeteiligungselemente für die Wahlperiode, die jetzt dort gerade stattgefunden hat, Oberbürgermeister war noch nicht so lange her, sich dezidiert auf die Fahnen geschrieben haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas vielleicht auch für Großprojekte in Berlin ähnlich denkbar wäre, ja, dass die Politik sagt, wenn wir Großprojekte machen,